So, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, diesmal aus der Ziegenwiese und Schlangenbucht. Ihr könnt mal sehen, ja, wie viele hier stehen. Ganz Spanien ist diesen Winter überfüllt, weil Marokko zu ist und hier oben ist es noch angenehm, aber unten im Süden habe ich gehört, hat es keinen Platz mehr, zumindest am Meer. Im Landesinneren wird das anders sein, aber alle wollen sie ja am Meer stehen. Ja, okay, dann lassen wir gleich los. Viel Spaß. So, jetzt fahren wir mal von der Ziegenwiese zur Schlangenbucht. Mit dem neuen Mikrofon. Und ich hoffe, dass es bessere Tonqualität gibt durch das. Hoffe ich schwer. So muss das sein. So, da geht's runter. Wow. Jö, ist die herzig. Eine richtige Offroad-Piste. Mit dem Rad natürlich, wie meistens. Aha, da hinten stehen sie schon her. So, das Wetter nicht so toll. Ich dachte, ah ja, das ist klar weiter hinten, die Ziegenwiese, weil da hat es auch Palmen. So mag ich mich erinnern, ist schon ein Weilchen her, 4 Jahre glaube ich. Da konnte man damals nicht stehen. Und hier stehen auch ein paar, ja. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein alter Doppelkabinen-Rundhauber. Ja, dieses Jahr ziemlich überfüllt da in Spanien, weil Marokko zu ist. Da gehen ja auch Tausende von Campern hin, aber das ist jetzt zu. Und jetzt sind die alle in Spanien hängen geblieben. Also, das ist die Schlangenbucht. Vor 4 Jahren war es hier verboten zu stehen. Unterdessen ist es rappelvoll. Wahnsinn. Man zahlt, weiß nicht, 6, 7, 8 Euro, glaube ich. Zumindest da unten. Ich weiß jetzt nicht, ob überall. Sogar da oben auf der Küste stehen noch ein paar. Alter Vario, 4x4, Magirus und das Übliche. Ja, ziemlich rappelvoll, der Parkplatz oder Stellplatz, ich weiß nicht. Aber ist auch schön da. Wirklich, mit den Palmen. So, das ist der Sandstrand mit den schönen Palmen, sogar ein Surfer, mehrere. Also wunderschön hier, zumindest in diesem Teil. Perchelles Beach, was auch immer das heißt. Da hinten geht es noch weiter. Vermutlich wohnen da die Besitzer. Oder da ist die Zufahrt. Ah, da hat es ja noch mehr, noch mehr. He?
Ja, hat noch Platz. Ja, stimmt. Jetzt mag ich mich wieder erinnern. Da war ja noch ein Platz da hinten. So, die Natur ist schön. Bisschen überfüllt, mir zu überfüllt. Wobei da, wo ich stehe, ja, hat es halb so viel. Aber geht ja nicht anders, außer man geht ins Landesinnern. So, jetzt hoffe ich, dass die Windgeräusche nicht allzu laut sind. Es hat da ein kleines Plüsch vor dem Mikrofon. Ich nehme jetzt einfach mal auf. So, jetzt geht's wieder zurück. Wetter ist so mäßig. Ja, alles gut. So, das war's von der Schlangenbucht. Nächstes Mal kommt die Ziegenwiese dran. So, jetzt fahren wir mal die Ziegenwiese ab. Ich habe übrigens die Tonqualität jetzt kontrolliert. Ist also tausendmal besser. Vor allem, es windet zwar, aber die Geräusche sind harmlos. Ich muss das Mikrofon noch ein bisschen weiterhin machen, weil es ein bisschen übertönt hat, die ersten Aufnahmen. Ihr seht das. Wir haben hier Gegenlicht, deswegen nehme ich zuerst die Küste auf, weil da die Leute ganz entlang der Küste stehen. So, also, hier hat sich jemand fast dauerhaft niedergelassen mit Blumenbeeten. Also es hat ein paar Dauercamper hier, auch Spanier, die sich hier niedergelassen haben. Die kommen am Wochenende zum Teil und dazwischen stellen sich dann alle die Ferienurlauber, Winter, Überwinterer. Hier zum Beispiel ist ein Spanier. 50 Meter weiter vorne geht es weiter. Eigentlich die ganze Küstenstraße stehen sie verteilt herum bis ganz nach vorne. Ja, aber es ist natürlich ein Kommen und Gehen. Es gibt mehrere Zufahrten hier runter zum Strand, also weiter vorne. Hier muss man nicht offroad-tauglich sein. Ja, und das Wetter heute endlich wieder gut. Ich stehe bei minus 350 Amperestunden oder 10 Kilowattstunden oder bei 12 Volt wären das 700 Amperestunden. Und, aber heute wird kräftig geladen, es wird immer besser. Ja, und auf der linken Seite, da habt ihr eure Tomaten her, vielleicht, weil das sind alles Treibhäuser. Und ein Stück Natur hier. So, an dieser Stelle ist noch eine Zufahrt. Und ihr seht, sogar diese Camper stehen da. Obwohl, es geht manchmal wieder steil hoch. Und hier sieht man die Treibhäuser. Das sind jetzt noch die besseren. Die sind ein bisschen stabiler gebaut. Hier eine riesen Fläche, weiß nicht, was sie hier hinbauen. Und da unten stehen wieder die Camper.
Die Gemeinde stellen sogar, da hat es noch zwei Abfallcontainer hin. Die werden auch entsorgt, einmal in der Woche. Hier seht ihr drei Stück. Leider nur eine Tonne, aber ich sortiere es. Ich tue da den gelben, habe einen gelben Sack und ich bringe dann dasselbe zum Dorf. Weil da hat es gelbe Mülltonnen, man muss nicht alles da reinschmeißen. Ich fahre sowieso immer wieder ins Dorf mit dem Rad. Und ja, ich versuche ja möglichst umweltbewusst zu leben, so gut es halt geht in dieser Zivilisation. Hallo. Also, es wird hier geduldet. Auf 3-4 Kilometer sind die alle verteilt. Hier ist ein Vario, oder nein, T2. Also heute ist super Wetter. Hier windet es halt immer ein bisschen, das wäre mir zu windig. Jetzt fahren wir wieder den nächsten Hügel runter. Und es geht weiter. Und da wieder die Treibhäuser. Ja, ich glaube, da kommen Treibhäuser hin. Die brauchen gar keine Erde. Die machen vermutlich so Beete rein oder so. Das ist der Befehl zum Rennen. Der ist Spanisch. Der ist nicht nur Spanisch. Der ist immer Spanisch bei mir. Ich habe ja, ein bisschen spezielle Befehle. Ein Mix. Ein kultureller Sprachmix sozusagen. Also auch hier Abfalltonnen. Hier sind glaube ich wieder ein paar Franzosen, die sich niedergelassen haben. Die Hunde tragen Maulkörbe. Sogar Kinder, Familien sind hier. Ah, Spanier auch. Hier ein Spanier. Ja, hier sieht es ein bisschen nach Favela aus, nach Slum. Aber mich stört das nicht. So, hier ist wieder eine Zufahrt, aber da kommen die wenigsten hoch. Das ist ein Flussbett eigentlich, bei Starkregen fließt hier das Wasser runter, aber das ist schon lange nicht mehr der Fall gewesen, so wie es aussieht. So, und hier vorne stehen die Letzten, weil danach geht's hoch. Ja, da fahren wir auch noch hoch. Ich glaube, dahinter ist keiner mehr. Ah, den Vario-Fahrer, der hat mich besucht. Wir kennen uns schon. Auch im 4x4. Jetzt habe ich ein bisschen Gegenlicht. Hä? So, jetzt bin ich oben. Hier sehe ich keine Camper mehr. Hier sind nur noch Bauruinen, weil es gibt ja da, glaube ich, ein Gesetz, bis 400 Meter an den Strand gehört der Marine. Und die gucken jetzt, da darf man nicht mehr bauen und sich niederlassen. Da vorne ist Mazaron übrigens. Hier gibt es auch, das ist offiziell ein Fahrradweg sogar. Da geht es nach Mazaron, aber es ist von der Ziegenwiese, glaube ich, etwa 14 Kilometer ein Weg. Also, schöner Tagesausflug. Hier ein Flussbett. Das Haus ist verlassen. Ich glaube, die dürfen da nicht mehr wohnen.
Hier ist die, ja, die Straße, die Piste. Wahnsinn, Traumlage eigentlich. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite dieses wunderbaren Gebäude, das leer steht. Leider darf man da vermutlich nicht mehr wohnen. Hier hinten hat es auch keine Camper mehr, ich weiß nicht wieso. Die 4x4 könnten hoch, aber vielleicht werden sie verjagt. Vielleicht ist das hier Naturschutz, kann sein. Da hinten hat es zwar wieder Treibhäuser, aber wunderschön. Gefällt mir. So, heute reicht es aber. Wir fahren jetzt wieder zurück. Also, das ist der Camino El Mediterrano, heißt er. Also der mediterrane Weg. Ja, wunderschön. Hier hinten, nachdem die Camper weg sind, da muss ich mal eine Fahrradtour machen. Wow, das ist geil. Hier kommt der Berg hoch, plötzlich so viele Schafe und Ziegen. Und ein Wachtel. Geil. So, wir sind wieder zurück. Bei der Ziegenwiese. Und jetzt schauen wir uns schnell hier die Camper an, aber nur kurz. Also da stehen ein paar. An der Küste selber direkt sollte man nicht. Da sind die Einheimischen, die dahin wollen. Hier stehen ein paar. Den kenne ich, auch von Marokko schon gesehen. Ja, und hier bin ich, da, ganz am Rand. Und da hinten sind noch ein paar, das war's dann. So, habt ihr das gesehen? Jetzt tue ich frühstücken. Thank you.
Polo, der T2, Vorgänger von Vario, der fährt jetzt zu mir, weil der hat eine 41er Vielzahnnuss. Ich muss vorne ein bisschen die Antriebswelle kontrollieren, nachziehen. Jetzt fährt er gleich zu mir und ich fahre mit dem Rad. Er ist da in der Schlangenbucht. So, da kommt er schon. So, wir sind schon an der Arbeit. Er hat sogar eine Zentralmutter dabei, neues Ersatzteil. Jetzt haben wir schnell kontrolliert, ob da drin alles richtig ist. Das ist immer alles richtig. Jetzt wird das gedichtet und dann wird es wieder zusammengemacht. Super, danke vielmals für deine Hilfe. So, heute bin ich wieder mal fleißig. Ich mache Pizzateig und Brotteig. Brotteig aus gutem, gesunden Dinkelmehl mit Beeren drin und auch guten Walnüssen. So, da ist der Teig, der ist fast fertig. Das ist jetzt der Brotteig. Eben Baumnüsse nennt ihr es, wir nennen es Walnüsse. Und dann noch große Weintrauben, getrocknete. Und hier Pizzateig. Heute gibt es Pizza, selbstgemacht, nicht selbst gekaufte. Alles schön selber belegen. Herrlich. Ich fahre gerade im ausgetrockneten Flussbeet. Und hier hat es jede Menge Hasen. Und die verschwinden dann alle in ihre Löcher. Hier wieder ein Flussbett, ein Nebenarm dieses Hauptflusses. Aber natürlich alles ausgetrocknet. Aber wunderbar zum Fahrradfahren. So macht das Hundeleben doch Spaß. Am Morgen und am Abend drehe ich da immer eine Runde. Wieder ein Hase gesehen und dann verschwinden sie sofort in ihre Löcher. Da hat so viele Hasen. Die rennen dann da durch das Feld und dann geht es in den Bau. Da oben ist einer. Da oben ist eine. Meistens in diesen Gebüschen haben sie ihre Löcher, wo sie dann verschwinden. So, das war ein Einblick, wie es da so aussieht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche muss ich wieder ein Stück zurück nach La Manga. Weil ich habe einen Termin am Dienstag und Freitag vermutlich. Ich hoffe, dass ich dann danach fertig bin und dann kann ich endlich weiterreisen. Ja, aber ist auch nicht schlimm. Ich habe mich langsam daran gewöhnt, auch mal länger an einem Ort zu sein. Geht langsam besser. Ich habe schon vieles gesehen. Ja gut, dann hören, sehen wir uns wieder, wie auch immer. Manche, ja, ich habe ein paar Besuche gehabt, weiß nicht, 4, 5. Hier natürlich immer wieder gern gesehen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und schön wart ihr dabei. Daumen hoch, wie immer, wenn es euch gefallen hat. Und dann tschüss.